Hallo und herzlich willkommen zurück zu Master of Orion Conquer the Stars. Die vierbeinigen Feldmäule besiedeln die Galaxis unaufhaltsam. Ja, wir haben ja wirklich eine riesen Expansionswelle jetzt betrieben. Unsere Kohle sieht auch gar nicht mal so gut aus. Eine Strukturunterhalt, da seht ihr es ja schon, minus 583, das wird noch mieser werden, bis wir da die Geldgeschichten auf den anderen Planeten gebaut haben. Ja, aber ansonsten können wir ja nicht meckern. Arriving at the anomaly, your fleet spots an abandoned container filled with rare... Jo. Haben wir nochmal 39 Gold eingesackt. Gut, was haben wir hier? Die Gaia-Transformation. Ich hätte aber gerne... gleich nochmal umtauschen. Die Geldgeschichten ziehen wir vor. Und dann machen wir Gaia die Sprungtore dann zu. Schön. Zack. Erstmal die Geldgeschichten, dann kommt die Kampfstation. So passt es. So wird ein Schuh draus. Sol 2 wächst auch. Naja, egal. Dann kann man die Planeten vielleicht doch nicht umwandeln. Ich weiß es nicht. Normalerweise ging das aber. Also ich aus den, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, ich muss echt sagen, es ist Jahre her, wo ich mal Master of Orion 2 gespielt habe. Ich habe jetzt nochmal, weil es das ja im Bundle gab, ne, nochmal kurz reingeguckt, ne, aber auch nicht so lange gespielt, weil ich wollte ja das Dreier jetzt, also nicht das Dreier, ne, das Conquer the Stars jetzt haben. Und ich meine aber, dass mit den vulkanischen Planeten das ging. Ich meine, mit dem Silence habe ich es auch gemacht. Vielleicht geht es einfach nur nicht mit den Katzen. Ich bin mir da echt ganz sicher. Your trackers, Evan. Ja, das ist er, genau. Der Advanced Military Outpost. Den finde ich auch ziemlich genial. Yes. Damit können wir die... Schade, dass es eigentlich auch nur einmal geht, ne? Damit können wir den militärischen Außenposten, den wir hier gebaut haben, quasi nochmal weiter ausbauen oder verstärken, ne? Nicht ein bisschen Highness. Ja, ja. Die Klauen sind scharf. Ach, hier sind wir auch gleich so weit. Prächtig, prächtig. Manchmal klickst du und dann will das gar nicht. Gaia-Transformation auf Firas. Naja, sieht man nicht so gut wegen dem Schild, ne? Aber ich finde an sich auch cool, dass so ein Planetenschild angezeigt wird, ne? Das finde ich schon, gefällt mir schon ganz gut. Jetzt ist für mich die Frage, das Gebäude guckt hier raus, ist das dieses Bayless? Spacelift? Könnte sein, ne? Gut, zack. Zack. Und die interplanetare Verwaltung. Ja, ja, ja.
gibt auch keine Credits ab, dann tanken. Hier sind wir das besser mit der Gaia-Trans. Forschung, Weltraumlift, die Kampfstation nehmen wir. Die brauchen wir. Punto. Wir müssen gucken, dass wir unser Imperium einfach miteinander vernetzen. Das ist wirklich wichtig. Das ist, finde ich, sogar entscheidender. The anomaly turns out to be a derelict ship, floating eerily empty with no signs of its form. Ja, ganz toll. Wir haben eine Fregatte gekriegt. Also nicht so, dass wir es nötig haben. Ne? Am Anfang freue ich mich da immer drüber. Also wenn das mitten im Spiel ist, ist es eigentlich... ne? Naja. Nehmen wir mal mit, ne? Varak-System, da waren wir auch noch nicht drin. Gut, Soul Prime, Bevölkerungslimit erreicht. Weiter geht's im Text. Ne, hier kommen wir gar nicht durch. Dann warpen wir mal hier rein. Das ist, ja, das ist, da werden sie nicht weiterkommen, die. Your trackers have hunted down a new wisdom, Your Highness. Und das ist etwas, das ist unschlagbar gut. Ja, fortschrittliche Stadtplanung. Das ist auch noch aus Master of Orion 2, diese Forschung. Ne? Ja, 5 Zellen pro Kolonie. Und wir bekommen gleichzeitig noch die planetare Börse. Ne? Also galaktische Ökonomie finde ich echt eins der coolsten. Ja? Automatisch 5 Plätze mehr. Ne? Und dann bekommst du so eine Börse. Ne? Plus 2 pro Population. Das baust du auf einem Planeten und fürs ganze System gilt das. Ne? For the pride. Und deswegen sage ich auch, es gibt keine Scheißplaneten, ne? Weil so ein System wie Ptolemy, ne, wo wir 5 Planeten jetzt besiedelt haben, ne, da rollt gleich der Rubel, da geht's gleich nach oben um einige hundert und dann können wir wieder so ein bisschen weiter. Spannend, wie viel wir kriegen. Ist auch kein schlechtes System. Was ist... Ne, Osihad. Ich habe jetzt irgendwie Jihad. Das Jihad ist... Ne, wir gucken uns das hier unten mal an, weil da oben haben wir ja auch noch einen Aufklärer. Hier sind sie fertig. Das passt. Also wie gesagt, mit den Sprungtoren, das halte ich echt für wichtiger als die Größe der Flotte an sich. Ne? Wenn einer jetzt eine starke Flotte hat, ja, dann wird er, sag ich mal, im Multiplayer ist es, ja, okay, es hängt immer sowieso von der Spielsituation ab, aber wenn er jetzt irgendwohin expandieren will, ne, ist es meistens so, ne, okay, greift er mit seiner ganzen Flotte an, ist er aber verwundbar. Ja, nimmt er aber nur einen Teil seiner Flotte und halbiert die und greift da an, ne? Dann sind die Sprungtore für so eine Verteidigung einfach super, weil bis dahin kannst du dann kurzfristig deine ganze Flotte zusammenziehen, ne? Und passt. Und kannst ihn dann schlagen. Nicht, vielleicht nicht am Militär oder am Außenposten, ja, aber am Planeten. So, Ptolemy. Ach ja.
wenn man so große immer spielt, ne? So große, gut, es ist ja jetzt nur eine mittlere Galaxie, ne? Aber vom Klicken von den Planeten her reicht das schon, ne? Wie gesagt. Nachher stelle ich die sowieso auf Autogeld machen um und dann ist mir das egal. You are now before the hierarch of the Sacred Brood. Threaten not my progeny, and you and yours may live on. Doch, alles klar. Gut, die haben dieses Thema. Oh, die sind aber an dem Mentor ziemlich nah dran. Und die Alkari, die haben auch gar nicht so wenig Planeten, ne? Also wenn wir die Vormachtstellung, was wir ja so ohnehin eigentlich schon haben, ja. Aber wenn wir die halt weiter ausbauen wollen, ne, dann könnten wir hier wirklich alles besiedeln, ja, und die dann, dann machen sie sowieso kein, ja, können die nichts mehr machen, ne? Das Ding ist eigentlich ist es vom Prinzip her sowieso schon gelaufen, ja, ohne jetzt zu siegesgewiss zu sein oder so, ne. Aber um das nochmal rumzudrehen bei der KI, ne, ist es halt, dafür haben wir einfach zu viele Vorteile auf der Hand. A, liegen wir direkt an Orion, ja, B, haben wir jetzt schon hier rüber besiedelt, C, haben wir den Großteil unserer alten Kolonien schon so weit hochgebracht, ja, wir hatten keinen großartig aufreibenden Krieg gegen die Ursa hatten ja, glaube ich, mehrere Systeme hier, ne. Ich glaube, die hatten noch Willow und Lyra und die haben sie ja mit der Zeit dann auch eingenommen und die Menschen waren für uns ja nicht so das Problem, die hatten ja nur das Sol-System, da haben wir uns nicht so derart aufgerieben. So, Regierungsbehörden fertig, zack, Klonzentrum, da bauen wir dann Klone. Holo-Simulator noch. Und danach mal was für die Verschmutzung. Pleased to meet you. This is the controller of the Cylon Quanta. I am certain we have much to learn from each other. Also hier haben die gar nicht rein expandiert. Gucken wir mal. Die haben nur... sogar nur mehr... Ach, da sind die Sakra. Sind die vielleicht im Krieg mit dem Sakra? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ne? Und ist ja nicht so, dass ich das mal nachschlagen könnte. Weiß gar nicht, ob ich die Folge schon gejammert habe. Ne? Ich jammere ja auf höchstem Niveau. Die Fregatte. Zur Flotte und der Speer. Mal das System an. Und weiter im Text. Es ist halt, andererseits finde ich es auch ganz schön, wenn man halt wirklich alle Zeit der Welt sich hier jetzt mal so alles anzugucken und in aller Ruhe die Planeten zu besiedeln. Aber so ein bisschen Wettkampfwert, ne? Dann, wenn du es wirklich spielst und willst ein bisschen mehr, dann spiel es vielleicht nicht auf Circle, sondern auf, also nicht auf Spiral, sondern auf Circle.
Gut, was bauen wir hier noch Schönes? Ein Klonzentrum, Pilzfarmen, Steuerbehörde. Oh, Regierungsbehörden haben wir noch gehabt. Irgendwo muss es ja damit verbunden sein. Ich denke mal, von dem System geht es noch rüber oder hier. Jetzt habe ich was hier wieder gebaut, das wollte ich gar nicht bauen. Das wollte ich gar nicht bauen. Also den Weltraumlift noch. So, zack, zack. Durcheinander. Wir haben ja die Zeit und ich will da nicht jetzt wirklich so haarklein auf die Planeten eingehen. So. Baumer, alles für die Verteidigung. Wir werden sie, denke ich mal, nie brauchen. Also hoffe ich. Was haben wir hier? Da machen wir nochmal Verschmutzungssäuber. Und der ist ja wirklich, ne? Also mit diesem Planeten haben wir wirklich großes Glück gehabt, ne? Im Vergleich zu Orion, was ja der beste Planet im Spiel ist, haben wir einfach dermaßen Glück mit dem. Your trackers have hunted down a new wisdom, Your Highness. Gut, was haben wir hier als nächstes? Phasergewehre, Phaser, Multiphasenschilde. Bevölkerungswachstum und Biovernichter. Und hier haben wir den Titan. Titan, Titan. Gut, die planetare Börse nehmen wir. Zack. Danach nochmal Verschmutzung säubern. Hier werden wir nicht so viel von der Börse haben, weil wir haben hier ja nun einen Zweitplan. Ja, komm. Normalerweise teile ich dazu, aber muss ja jetzt auch nicht sein. So, Produktion wählen. Planetare Börse, 4 Runden. Ja, und hier geht's rüber. Gar nicht schlecht, ne? Also, wie gesagt, wenn wir jetzt Hardcore spielen würden oder so, ne, dann hier alles abschneiden, ne, und dann die ganzen Zugänge, wo sie halt raus müssen, ne? So ähnlich muss man sich das vorher auch vorstellen wie in Endless Space, ne? Wenn du da mit den Spiralgalaxie und am Anfang diesen, ja, auch diesen Hyperantrieb, dass du da durch die Wurmlöcher da durchkommst und so was, ne?
da versuche ich dann auch immer gerne den Weg zuzumachen. Ich glaube, ich, wenn das nicht da wäre, ich würde das, glaube ich, auch echt vermissen, ne? Aber wie gesagt, jetzt spiele ich ja nicht drauf, weil wir haben eine Rasse ausgeschaltet dadurch und das andere, das ist so viel. Da holen wir, da bleibt für uns auf jeden Fall was übrig, ne? Und wir haben eh die Max-Bevölkerung. Ne? Wenn danach das Galactic Council wählen sollte mal, dann... Dann haben wir halt von jetzt auf gleich das Spiel gewonnen, ne? So, okay. Also das können wir uns dann quasi aussuchen, ob wir das dann noch... Aber ich denke mal, wir spielen es noch mal ein bisschen weiter, weil alle Forschungen haben und Orion, das ist für mich auch so ein Must-Have. Im Multiplayer ging es ja dann immer darum, ne? Das fand ich auch ein bisschen blöd, ne? Ja, Orion nicht, ja, warum denn nicht, ja? Alle wollten immer, ne? Hier mit diesen Standard-Rules, dass du, dass keiner Orion anfassen darf, ne? Das fand ich auch immer ein bisschen schade, weil wenn du es anfassen kannst, bist du eigentlich auch schon in der Lage, so höher, ne? Also wenn du bis dahin quasi als Spieler im Multiplayer überlebt hast, ne? Dann war das ja auch eine Bombensache. Okay, derjenige, der Orion hat, hat immer einen Vorteil, ne? Aber... Warum nicht? Darum dreht sich's ja auch. Is GNN. The Cylon Quanta has been utterly destroyed. Ja, das macht mich jetzt ein bisschen traurig, ey. Die finde ich eigentlich ganz cool. Was habt ihr hier gemacht? Das darf doch nicht wahr sein. 6 Rassen und 3 sind schon raus. Werden wir die nächste sein? Your trackers have hunted. Forschung auswählen. Wonderful. Terraforming abgeschlossen. Malor. Malor 3. Gut, planetare Börse ist wichtig. Brauchen wir Wettersteuerung. Doch Kampfstationen. Und dann nehmen wir... Eigentlich... Na komm. Jetzt haben wir ja 5 Slots mehr, ne? Jetzt packe ich das so rein, dann wächst das schneller. Wir haben Max auf Industriekapazität und der Rest wandert in die Forschung rein. So, so einfach ist das. Dann gibt es keine Widerrede. Selbe machen wir hier auch. So, hier haben wir es fertig gebaut. Titan. 2 Stück bitte. Zum Mitnehmen. Die Titans werde ich auch nochmal umbenennen. Und die werden wir auch noch umfuchsen. Ja, macht euch da keine Sorgen, machen wir alles, ja. Aber ich will erst die komplette Forschung fertig haben, inklusive der exotischen Forschung.
ja? Weil ich fände das blöd, wenn ich das vorher machen würde, da würde ich nämlich so arg rumspoilern und das mag ich dann nicht. Ich bin ja eh so einer, ne, so wer zwischen den Zeilen lesen kann, der weiß schon, aha, okay, ja. Aber ich möchte halt auch nicht, sag ich mal, alles von vornherein dann so versauen. Jemanden, der jetzt mit Master of Orion nicht viel am Hut hatte bisher, ne, das wäre dann ein bisschen blöd, ne, und das mag ich dann. Weil ich find's Momente immer schön, wo ein Spiel auch überraschen kann, und das finde ich bei, finde ich, kommt ja auch. So, wo fliege ich mal lang? Die Galaxis ist so groß. Ins Jihad-System. War ich da nicht schon? Nee, da wollte ich mal hin. Oder wollte ich da nicht hin? An sich will ich nicht hin, aber wir sollten noch mal hin. Der Holosimulator, Schadstoffaufbereiter, Klonzentrum. Ah, jetzt weiß ich, warum die hier noch nicht so einen großen Sprung gemacht haben. 168, also das andere wurde jetzt schon fertig gebaut, aber, das große Aber, die anderen Planeten sind noch ein bisschen klein, wir profitieren im Endeffekt jetzt nur von diesen. Die haben 7. Ja. Ja, warte mal ab. Das wird gleich. Prime. Hier machen wir das auch so. Passt. Passt alles. Und was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Ja, wir haben halbe Flottenstärke. Aber wie gesagt, 2 Titans sind unterwegs. Nee, so. So rum wird schon. As more and more sentient races meet, a clear need arises for a place for diplomats to discuss and debate if the galaxy is going to escape the tragic path of war. Thus, the Galactic Council is formed, a place where someday a leader may rise to unify the galaxy under their banner without the need for bloody conquest. Ja, das ist das Galactic Council. Ist auch sehr schön gemacht. Hat so ein bisschen was von Guardians of the Galaxy, wo der eine da, der blaue Typ da auf dem Thron sitzt, ne? Guckt am besten selber. Gibt jetzt, glaube ich, nochmal eine Videosequenz. Sind ja nicht mehr viele übrig. Und das ist der Fehler. Wir sind ja, ne? Can hold such high office. I choose none. Wir sind ja die Mirshan-Spielmeier, ne? Aber mein Name muss natürlich wieder unter den Alkari stehen. Und ich glaube, das ist so ein grundlegender Konzeptfehler. Und deswegen funktioniert bei mir die Diplomatie nicht. Es ist auch auf dem Auswahlbildschirm der Rassen, ne? So irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, ich enthalte mich jetzt, wenn ich jetzt, glaube ich, abstimme. Ich weiß nicht. Nee, ich enthalte mich, weil dann gibt's keinen Sieger. Ich will jetzt noch keinen. I just can't seem to make up my mind. Oh, jetzt sind sie ganz traurig. Oh. Ja, sind wir auch dann, die größte Konkurrenz ist er hier.
von den Alkari. Just a moment, Highness. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, Gravitationsstrahl oder Antimaterie-Torpedo. Im Endeffekt bin ich da immer frei, weil ich spekuliere eigentlich immer auf andere Waffen. Aber in diesem Fall nehme ich mal den Gravitationsstrahl. Strahlenwaffen, alles scheiße. Ja? Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, ja, muss ich halt, wie gesagt, erst nochmal gucken, ja, was hier wirklich Phase ist. Ne? Der eine sagt dieses, der andere sagt jenes. Und ich bin eigentlich der Typ, der dann noch überhaupt was ganz anderes behauptet. Aber um meine Thesen zu beweisen, muss ich dann halt... Das dauert seine Zeit, das alles zu gucken. So, und hier ist was, das finde ich besonders geil. Ja, die Kernmülldeponie. Wir bauen die und haben nie wieder Probleme auf dem Planeten, ne? Mit Müll. Oder nehmen wir den Bevölkerungswachstum. Nehmen wir erstmal den. Die können ja gar nicht genug wachsen. Gut, okay. Und das soll es soweit gewesen sein. Hoffe, hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.